So, also nochmal zu wiederholen. Was ich heute Morgen machen wollte, ist diesen Plan auf Seite 39 als unser eigentliches Thema anzuschauen heute in unserem Gespräch zusammen. Und innerhalb von diesem, wo wir das anschauen, werden wir auch die nächsten drei, wenn ich die Schablonen nennen kann, ich weiß nicht genau, ja. Nächsten drei Bilder, also nächsten drei Seiten. Grafiken, sage ich mal. Grafiken? Okay. Das heißt 41, 43 und 45, die würde ich gerne hier mit reinziehen in unserem Gespräch. Also wenn ihr das euch im Gedächtnis erhält. Also wir haben dieses schon angesprochen letzte Woche. Erinnert ihr euch daran? Wir sprachen von zwei verschiedenen Samen. Der erste Same wurde gegeben, wo Gott Menschen erschaffen hat und ihnen gesagt hat, dass ihr seid meine Kinder. Alles, was ihr habt, kriegt ihr von mir. Und nichts, das ihr habt, kommt von irgendwo anders. Und dann kam in der Geschichte Luzifer, also Satan, in dem Weg einer Schlange und hat dem Mensch eine Lüge erzählt. Und diese Lüge war ein Samen, der den Charakter Gottes in Frage stellte. Und aus diesem kamen zwei verschiedene Pfade. Und wir sehen den Anfang dessen, sehen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 4, die in der Geschichte zwischen Abel und Kain. Und das heißt, dass ihr habt das mit K, ne? Ja, mit K. Abel und Kain sind für uns ein Vergleich oder ein Gleichnis von diesen zwei Pfaden oder Wegen, die es durch die ganze Erlösungsplansgeschichte geht. Was war der Unterschied zwischen Abel und Kain? Ihren Sinne. Okay, in welchem Weg, Bruder Hans? Ja, in der Einstellung zum Schöpfer. Der eine hat seine Werke gebracht und der andere hat im Glauben an Gottes Werk sein Opfer gebracht. Das macht alles Sinn. Kain war derjenige, der seine Werke brachte und Abel hatte Glauben. Glaube an die Verheißung Gottes mit dem Glauben. Genau. Wir sehen das hier. Im Vers 4 und Vers 3 und Vers 4 und dann geht es weiter. Abel hat ein bestimmtes Opfer gegeben. Kain hat auch ein Opfer gegeben. Kamen die am gleichen Tag? Ja. Haben sie beide einen Altar gebaut? Ja. Sie sagen, haben beide gebetet? Ja. Der Unterschied zwischen den beiden verschiedenen Glaubensarten oder wie würde man das sagen, wie sie ihren Glauben ausgedrückt haben, wie sie Gott anbeteten. Einer hat versucht, durch seinem Opfer Gott ein Gemüt zu geben. Also das heißt, ich gebe dir durch meinem Werk, durch meinem Opfer, zeige ich dir, dass ich würdig bin, deine Gerechtigkeit zu bekommen. Der andere glaubt in der Verheißung Gottes, die Adam gegeben worden ist, in der Zeit, wo er gesündigt hatte, hatte Jesus ja Satan, hatte Jesus ja Adam und Eva zum Tor im Garten Eden gebracht. Das war an der Ostseite von dem Garten und da ist das erste Schlachtopfer geopfert worden. Und von diesem hat Adam weiterhin seine Kinder unterrichtet und dieses System weitergebracht. In allem, was dem Glauben zu tun hatte. Und die verstanden, dass da keine innenwohnende Kraft in dem Opfer war. Aber dass dieses Opfer ein sichtbares Wesen oder ein sichtbarer Kanal war für ihren
Glauben, zu glauben, dass einer kommen würde, der diesen Leid eigentlich tragen würde, zu einer Zeit in der Zukunft. Ich hatte gerade gedacht, nee, kann nicht Vergangenheit sein. In der Zukunft, dass jemand kommen würde und nicht nur irgendjemand, aber der Sohn Gottes. Und diesen Glauben spricht Paulus an, wenn er sagt im Hebräerbrief Kapitel 11 und ich glaube es ist Vers 4. Was sagt es da bei euch in Vers 4? Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer als das Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redete er noch, obwohl er gestorben ist. Amen. Eigentlich ist das Wort besser meines Erachtens nicht treffend. Aha. Ein gerechtes Opfer, ein würdiges Opfer, gewünschtes Opfer. Ja, okay. Was, wenn wir das Wort Besseres anschauen, so wie es hier gegeben ist, sagt man Besseres. Was ist der Vergleich? Ja. Zu welchem? Zu Abel. Zu Kain meinst du. Zu Kain meinst du. Ja. Ja, also das heißt, Gott hatte Respekt. Bei uns sagt es ja Respekt. Also. Gott hatte Respekt für das Opfer, das Abel gegeben hat, ja. Aber hatte keinen Respekt für was, für das Kain gegeben hat. Wenn wir dieses anschauen, in dem Ursatz spricht es von einem Gesicht. Mhm. Gott hat sein Gesicht auf das Opfer hingebracht, das Abel gab, weil er ihn anschaute. Warum? Weil es uns sagt, im Vers 4, dass der Anfang dieses Opfers kam durch und dann das Sichtbare davon war das Opfer. Macht das, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgedrückt habe, die Gerechtigkeit, die von Gott kam. Er hat ja keine Innenwohne, wir, keinen von uns haben irgendeine innenwohnende Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit wurde Abel zugegeben durch den Glauben, nicht durch dem Opfer. Das Opfer war eine entsprechende Auswirkung von seinem Glauben. Weil Abel hat auch ein Opfer gegeben, aber es war nicht anerkannt, weil er keinen Glauben hatte. Und weil er keinen Glauben hatte, sah er auch nicht ein, warum er ein Lamm bringen sollte. Ja, er hat eigentlich mit seinem Opfer, hat Kain eigentlich gesagt, ich weiß zwar, was du von mir haben willst, ich will dir aber was anderes bringen von mir. Und damit sollst du zufrieden sein. Im Prinzip ja. Hat er doch... War doch das sein Denken. Er hat genau gewusst, dass Gott ein Lamm gefordert hat, das den Sohn Gottes darstellen soll. Und er hat gesagt, nee, der Sohn Gottes braucht für mich nicht zu sterben. Und ich bringe dir schon was, aber was von mir und damit sei mal nur zufrieden. Das hat er ausgedrückt. Bruder Georg. Ja, ich bringe dir von mir etwas und jetzt gib mir meinen Lohn. Mhm, genau. Das ist der Punkt. Genau. Ich habe dir was, es ist ein Austausch, es ist wie ein Verkaufskontakt. Du hast ein bisschen mehr Macht als ich, okay, ich bringe dir was von mir, aber jetzt gib mal ein bisschen von deiner Macht. Und ich denke darüber, die Zeit, wenn ihr euch erinnern könnt, an die Geschichte von Abraham, wo er Isaak nahm und zu dem Berg hinging, zu dem er gerufen war, seinen Sohn zu opfern. Hat ihm Sohn aber davon nichts gesagt. Und dann sagt der Sohn, fragt eine Frage, Vater, wir haben das Feuer? Wir haben das Holz, wo ist das Lamm? Und Abraham sagte, was sehr, sehr spezifisch, also sprach mich an, Gott wird das, oder der Herr wird das Lamm schon bringen. Der Herr wird sich ein Lamm erwählen. Das heißt, wir bringen das Lamm nicht. Wir wissen, dass dieses Lamm repräsentiert alles, das wir von Gott bekommen. Es ist unsere Anerkennung, dass wir in uns selbst nichts haben. Abel, obwohl er ein Hirte war und Lämmer hatte, hat er anerkannt, dass all den Segen, den er sehen konnte in seinem Leben, kam nicht von ihm. Es war von Gott. Und Kain konnte es nicht, die Idee, die bei ihm war, ich würde niemals zu meinem Bruder gehen und fragen für ein Lamm.
Ich werde bringen, was ich habe. Dass ich jemand anders fragen für was, heißt, dass ich muss glauben, dass irgendwas von irgendwo anders kommt. Und das war er nicht bereit zuzugeben. Vor allem der Ältere beim Jüngeren. Genau. Also so viele Sachen, auch ein richtiger guter Punkt. Er sah sich selbst niemals, würde ich das akzeptieren. Die haben sich scheinbar schon früher nicht geliebt, die zwei. Und hiermit fingen diese beiden Wege an. Wie es uns sagt, wie diese beiden Wege sich unterscheiden. Wir können auch diesen Vers anschauen am obersten Teil da, 1. Johannes Kapitel 3, Vers 12. Gibt uns den Grund für den Mord Abels. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Und Hebräer Kapitel 11, Vers 4 sagt uns, warum Abels Werke böse waren. Abels gerecht waren. Abels waren gerecht. Durch den Glauben waren sie gerecht. Durch die Unterordnung eigentlich. Beide haben ja gewusst, sie sollen das Lamm bringen und es war ein Sinnbild auf den Sohn Gottes. Das hatten sie von Adam beide gelernt. Und jetzt erkenne ich auch aus dem Vers, dass, was da böse heißt. Ich meine, an dem Werk jetzt eine Frucht vom Acker zu bringen, ist ja direkt nichts Böses dran. Das Böse war seine Gesinnung, weil er sich nicht Gott unterordnet. Und diese Gesinnung ist böse in sich selbst. Irgendwie. Hebräer 11 und dann? Vers 4. Er erklärt uns nur von den Augen Paulus, wie er uns offenbart, was eigentlich das Opfer von Abel gerecht gemacht hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, dass das Lamm ist da eine innenwohnende Kraft in dem Lamm, wo Abel es geopfert hat. Nicht möglich, weil wenn wir nachher auch mal nachschauen in bestimmten Zeiten von, wie Jesaja das ausdrückt, das Lamm hat keine innenwohnende Kraft. Das heißt, wenn jemand ohne Glauben dieses Opfer gegeben hätte in dieser Zeit, wäre es genauso nutzlos wie von Kain. Ja. Also war das Ungerechte nicht nur, dass er die Sachen von seinem Feld brach. Es ist, weil er ohne Glauben kam. Und dieses Glauben hat sich in dem Leben von Kain offenbart, indem dass er sah, dass der Charakter Gottes nicht fair war. Er sah nicht an, wenn wir das in den Schriften von Schwester White lesen, war Kain noch nicht mal bereit anzusehen, dass sein Vater schuldig war. Er sah in dem Charakter Gottes keine Gerechtigkeit und dachte, du hast den Mensch geschöpft, du bist dafür verantwortlich, dass dieser Fall passiert ist. Weil wenn du es nicht passieren sollte, dann hättest du meinen Vater nicht so schaffen sollen. Und jetzt willst du von uns noch, dass wir... Und jetzt sollen wir uns dir gegenüber untertun oder unterordnen. Das konnte er nicht einsehen. Das war bei ihm so ein riesig. Und das ist der Charakter Satans. Wir sprechen ja nicht Kain direkt an. Wir sprechen den Samen an. Die Gesinnung, die Denkweise. Wir sehen dieses weiterhin in dem Leben von Abraham. Dieser Same geht weiter. Und geht auch weiter hier in Kain. Zu dem nächsten, weil wir das sehen dann in Nimrod. Ja. Was sagt es von Nimrod? Ein großer Krieger. Er war ein großer Krieger. Ich weiß nicht, wie das in eurem Deutschen ausgedrückt wird. Missverständlich. Er war ein Gewalt. Ah, okay, ihr habt das gleich ausgedrückt wie bei uns. Man
Ja, 8 bis 10. Sagt es da, wenn ich das jetzt so vorlesen kann, auch zeugte Kusch dem Nimrod, der fing an, ein Gewaltiger zu sein auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher sagte man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreiches war Babel, Erech, Akkad und Kalneh im Lande Sinia. Ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Was kommt uns in der Denkweise vor, wenn wir das hören? Ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Bruder Georg. Ja, es hört sich an, als würde er vor Gott stehen mit seiner Tat, oder er würde gerecht sogar vor Gott stehen. Ja. Irgendeine andere Gedanken? Mir fiel spontan der Esau ein, aber das ist ja... Was hieß großer Jäger? Der hat auch nur Jagen im Kopf gehabt. Der also in der Urübersetzung sehe ich, dass auch das Wort ergänzt, also gegen den Herrn, genau, kommt. Und auch ähnlich, also auch wütend. Das bringt mir Sinn. Also, das bringt mir Sinn. Ja. Gegen gesichtlich. Gesetzlich. Nee, nicht gesetzlich, gegengesichtlich, genau wie du einem Gegner entgegenkommst, so war er vor dem Herrn. Okay. Also er hat es ganz bewusst dann auch gemacht, Entschuldigung. Dieses Wort gegen ist natürlich auch an anderen Stellen unser Gehorsam gegen Gott, meint jetzt aber nicht dieses gegen Gott gehen, sondern gegenüber Gott. Ja. Und warum war Nimrod ein kräftiger, ein gewaltiger gegen Gott? Wenn wir die Geschichte uns kurz nochmal drüber nachdenken, sagt es uns im Vers 8, dass Nimrod der Sohn von Kusch war. Aber wer war Kusch? Der Sohn von Ham. Und wir gehen damit dieser Geschichte natürlich zu der Zeit von Noah, von der Flut. Und nach der Flut, wo die Menschen aus der Arche kamen und anfingen, sich wieder zu vermehren, was ist passiert in dieser Geschichte, nur im Kurzen? Ham hat sich an seinem Vater versündigt. Und da drin, indem er sich an seinem Vater versündigt hat, was immer da geschehen ist, hat er einen Fluch bekommen. Und wir sehen diese Ausstrahlung, dieses Fluch hier und weiterhin in den Generationen weiter. Und interessanterweise mit Nimrod ist derjenige, der anfängt, dieses Königreich von Babel, wie wir es da lesen in Vers 10. Und was sind die zwei Definierungen, was? Definitionen. Ja, Erklärungen von diesem Wort Babel. Was bedeutet Babel zu uns? Abgefallen. Abgefallen, okay. Oder Verwirrung habe ich mal gehört, aber ich weiß nicht, ob es so heißt. Okay, im Englischen, ich kann das nur so ausdrücken. Was ist Confusion? Verwirrung. Verwirrung? Ich werde das nicht mehr versuchen zu buchstabieren. Aber es ist nicht nur Verwirrung. Verwirrung durch Mischen. Ja. Und die andere Erklärung für den Namen ist ein anderer Weg oder ein anderer Tor zu Gott. Aha. Und Jesus sagt in Johannes 14,6, dass er der einzige Weg ist. Und dass, wenn wir das ins Heiligtum schauen, in dem äußeren Zaun, der um das ganze Heiligtum rumgeht, da ist nur ein Weg rein. Mhm. Babel repräsentiert, Bruder Georg? Das Tor ist nach Osten. Genau. Das heißt, wenn ich dann in den Tempel reingehe, habe ich die Sonne im Rücken. Total oppositionell zu dem Anbetung des Sonnengottes.
was ja auch diese ganzen heidnischen Systeme der Religion sicher basieren drauf, ist den Sonnengott anzubeten. Und wenn wir dann das nicht versuchen zu weit rauszubringen, aber wenn ich vorstelle, wisst ihr, wo in Hesekiel das davon spricht, dass das andere, die andere Tür? Es ist ganz, ganz wichtig, um, dass wir dieses auch mal drüber nachdenken, wenn wir es noch nicht gelesen haben, dass wir uns darüber mal... Okay, in Hesekiel Kapitel 8. So, dann kommt ihr in Kapitel 8 auf Vers 7. Lass mich. Und er führte mich zur Tür des Vorhofes. Da sah ich und siehe, da war ein Loch in der Wand. Warte ganz kurz, hat mich hier total in der deutschen Dings zum anderen Kapitel hingebracht. Das ist besser. Geht um die Gräuel, ne? Oder, ja. Ne? Und kannst. Und da sprach er zu mir: Menschensohn, ja, brich doch durch die Wand. Genau. Als ich nur durch die Wand brach, siehe, da war eine Tür. Mhm. Wir sprechen hier im Tempel, er ist im Hof. Ein anderer Weg rein, eine Tür. Und er sprach zu mir: Komm und siehe die schlimmen Gräueln. Ja. O Gräuel, welche sie hier verüben. Und dann ging ich hinein und schaute, und siehe, da waren allerlei Bildnisse von Reptilien und gräulichen Tieren und allerlei Götzen des Hauses Israel, Ringtum in der Wand eingegraben. Alles, was unrein war, durch diesen anderen Weg, war abgebildet innerhalb des Heiligtums. Und weiter. Und vor ihnen stand 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel. Und mitten unter ihnen stand Jassania, der Sohn Safans, und jeder von ihnen hatte eine Räucherpfanne in seiner Hand, und es ging ein Rauch auf, eine Wolke von Weihrauch. Da sprach er zu mir: Menschensohn, hast du gesehen, was die Ältesten des Hauses Israel im Finstern tun, ein jeder in seiner Bilderkammer? Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat dieses Land verlassen. Und dann geht es weiterhin, und dann siehst du, wie diese Menschen sich innerhalb von dem Heiligtum zu dem Osten wenden und den Sonnengott anbeten. Das ist der andere Weg. Sie kennen in dem Sinne dann jetzt Gott den Rücken zu. Aber sind immer noch sichtlich innerhalb des Heiligtums. Das heißt, zu dem entsprechenden Äußeren, weil du hattest ja den anderen Tag das angesprochen, Bruder Georg, wenn du noch änderst. Was ist passiert, wo der Vorhang gerissen worden ist? Konnte ja keiner sehen. Keiner konnte in das Heiligtum reinschauen. Das heißt, die Leute außerhalb des Heiligtums hatten Vertrauen, dass diejenigen, die Leiter von Israel, die reingingen, die Priester, taten auch das, was vorgeschrieben ist. Sie wussten es aber nicht. Sie mussten darin Vertrauen haben, dass der Priester, das innerhalb diesem Vorhang ging, auch das tut, was er tun sollte. Was der Vorhang zerriss, sahen sie nichts. War gar nichts da. Das ist dieses System. Das ist, was uns dieses System anbietet. Es bietet uns was an, das sichtbar ist. Aber wie wir wissen oder schon gelernt haben, dass wenn wir das göttliche Muster anschauen, ist die Quelle noch normalerweise unsichtbar und der Kanal ist sichtbar. Und wir kriegen unsere Kraft nicht von dem Kanal. Wir kriegen die Kraft von der Quelle durch den Kanal. Also da ist keine innenwohnende Kraft in dem Kanal. Dieses System, das sehen wir nachher,
erweitert. Wenn wir uns jetzt Abraham anschauen, im ersten Buch Mose Kapitel 12 sehen wir die Verheißung von Gott zu Abraham. Und was es hier sagt, ich mache das im Deutschen. So will ich dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen dich, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Wie? Wie sollten alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden durch Abraham? Okay, durch den kommenden Messias. Was noch? Wie würden die Geschlechter, alle Geschlechter gesegnet sein durch Abraham? Ein Weg ist durch den Messias, nicht ein Weg. Der Weg ist durch den Messias, aber was ist noch dabei? Ich denke, dass hier auch eine Rolle spielt, dass Abraham von einem Nichtgläubigen zu einem Gläubigen geworden ist, der seinen Glauben auch ausgelegt hat. Dass er selbst schon ein großes Volk war, als er gewandert ist, und war er Vorbild für alle und diese Vorbildfunktion, die hat sich natürlich ausgedehnt, und dann die Völker nebenan, die haben gesehen, wie er, zum Beispiel bei der Schlacht, als er seinen Neffe wiedergeholt hat, ja, wie Gott ihn segnet, und dadurch waren sie ja mit dem Gott, wahren Gott bekannt, und ja, so hat sich das alles erweitert. Nehme ich an. Okay. Na, das ist ein guter Punkt. Ich wundere mich nur, ob wir kurz mal drüber zu der Apostelgeschichte kommen. Wir sprechen von der Geschichte kurz, wo Stephanus sein Zeugnis gab, gerade bevor er gesteinigt wurde. Sprach er von Abraham. Im Kapitel 7 Apostelgeschichte, und wir fangen da im Vers 4 an. Wenn jemand das kurz mal vorlesen kann. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land, in dem ihr nun wohnt. Aber er gab ihm kein Eigentum darin, auch nicht einen Fuß breit, und verhieß ihm, er wollte es ihm und seinen Nachkommen zum Besitz geben, obwohl er noch kein Kind hatte. Denn so sprach Gott: Deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem fremden Lande, und man wird sie knechten und misshandeln 400 Jahre lang. Aber das Volk, dem sie als Knechte dienen müssen, will ich richten, spricht Gott. Und danach werden sie ausziehen und mir dienen an dieser Stätte. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung. Und so zeugte er Isaak und beschnitt ihn am achten Tage, und Isaak den Jakob und Jakob die 12 Erzväter. Ja. Abraham hat eine Verheißung bekommen, wo wir es gerade gelesen hatten, im 1. Mose Kapitel 12, dass in ihm werden alle Geschlechter gesegnet sein. Und er hat ihm auch versprochen, dass er ein Land erben würde. Aber wir lesen, wie Stephanus ausdrückt, dass dieses Land auf Erden nicht mit dieser Verheißung verbunden war.
weil es sagt, dass er noch nicht mal genug Raum hatte, um die Breite seines Fußes einzunehmen. Dieses war nicht, wofür Abraham gewartet hatte. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgedrückt. Also, ja, das irdische Land hat er ja nie bekommen. Nein. Ja, genau. Es war ihm zwar was verheißen, aber er hat ja das Kanaan nie bekommen. Heißt das, dass Gott an seiner Verheißung versagt hatte? Nee, Gott hatte von Anfang an mehr das Himmlische oder das Ende in sich, wenn die Gerechten, also wenn die Gerechten unter den Abraham ist, die ganze Welt besitzen werden. Das war eigentlich. Ich will nur mal kurz den Vers rausziehen, wenn ich kann. Das verheißene Land haben wir bekommen. Ja, okay. Wenn die Verheißung zu Abraham nur das verheißene Land wäre, warum sind wir heute noch da? Dann war es ja alles erfüllt. Macht das Sinn? Ja. Wenn diejenigen, der Samen, der nach Abraham kam, dieses sogenannte verheißene Land bekommen hat, dann ist ja das Versprechen Gottes vollkommen. Die Geschichte ist zu Ende. Warum sind wir hier? Stephanus aber drückt es aus in der Apostelgeschichte Kapitel 7 und sagt, nein, er hat keinen Besitz bekommen von diesem Land, obwohl er in dieses Land reinkam, hat er davon eigentlich gar keinen Besitz bekommen. Der hat noch nicht genug Raum gehabt, um die Breite seines Fußes in Erbschaft zu nehmen oder in Besitz zu nehmen. Und dann sehen wir wenn ihr euren Finger da drin hält, wo ihr seid, im Hebräerbrief wird es so ausgedrückt, Kapitel 11 und Vers 10. Können wir eigentlich im Vers 9 anfangen. Durch Glauben siedelte er sich im Lande der Verheißung an, als in einem Fremden. Und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, die Miterben desselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also was ist das verheißene Land? Das himmlische Kanaan. Also sehen wir jetzt den Anfang von Abraham lebte, genau wie wir, in einem sichtlichen Umfang. Er hat eine Verheißung bekommen und seine Leute sind auch in dieses Land Kanaan reingekommen. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Weil Vers 13, das hast du aufgeführt. Diese alles in dem Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Danke sehr dafür. Der himmlischen Stadt getrachtet. Amen. Vers 13, danke dafür, Schwester Jutta. Vers 13 ist eine Linie, die durch Israel gezogen wird, weil es gab Leute, die in Kanaan reingekommen sind und das gesehen haben als die Verheißung Schnittende. Aber die Gruppe, die alle sind im Glauben gestorben. Das heißt, dass sie in ihrem Glauben wussten, obwohl sie in Kanaan reinkamen, dass dies nicht die Ende der Geschichte waren. Sie waren nicht zu Hause. Und dann sagt es auch, das war früher. Vers 16 heißt es noch, nun aber trachteten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Sie haben das ganz genau verstanden. Das heißt, dass Gott uns immer auf diesem Prinzip zurückbringt, sichtbar. Genau, dieses Unsichtbare und Sichtbare. Wenn wir von dem Heiligtum sprechen, das Mose in der Zeit Mose gebaut worden ist, das Heiligtum, das er den Plan, wofür er bekommen hat, kam von dem himmlischen, dem unsichtbaren Heiligtum. Und der Grund für das Sichtbare war, um Israel zu unterrichten. Und wenn wir davon rausgehen, dass
Israel ein Verständnis bekommen hatte von dem System, das Gott ihnen ausgedrückt hatte. Der Intention dahinter war ja nicht, dass Israel nur die Leviten hatten als Priester. Den Plan, den Gott hatte für Israel, ist, dass jeder Erstgeborene zur Seite genommen wurde als ein Priester. Es sollte ein Volk, ein priesterliches Volk sein. Das allgemeine Priestertum. Genau, das heißt, dass nicht nur eine Tribe, ein Stamm, nicht nur ein Stamm sollte zur Seite gesetzt sein sollten, aber von allem Israel sollte der Erstgeborene zum Priestertum oder zu diesem Arbeit angesehen wurden. Und der Grund dahinter war nicht, dass Israel sich abkapselt von der Welt, um alleinstehend zu sein als eine gerechte Gruppe, aber sie sollten ja die Lehrer sein für die ganze Welt. Und darum hatte Gott sie dieses gegeben, nicht nur für sich selbst, aber dass andere Leute, andere Völker kommen könnten und sehen konnten, was für einen gerechten Gott sie hatten, um ihnen diese Gesetze zu geben, wovon sie verstanden, um anderen Leuten mitzuteilen. Das ganze Ökonomiesystem von Israel war ja nicht, um arme Leute wegzutun. Es war ja nie Gottes Plan, dass es keine Arme gibt. Es war Gottes Plan, dass weil es Arme gibt, dass unser Herzen anregt, was zu geben, sodass wir auch erkennen, dass wir arm sind ohne Gott, weil wir keine innenwohnende Gerechtigkeit haben. Und die anderen Völker, die um sich waren, waren auf dieses System basiert. Und das heißt, der härter du arbeitest, der mehr du hast, und du hältst das fest. Und wenn jemand anders einen schlimmen Tag hatte, dann war da irgendwann ein Grund, warum der zu blöd ist oder nicht stark genug ist, dann soll er. Dann kann er alleine sein. Dann ist ja besser so, wenn die Armen sterben, dann wird sowieso das Volk kräftiger. Und dieses System, das Gott aufgesetzt hat, war so, dass Israel der ganzen Welt als ein Zeugnis da sein kann von dem Charakter Gottes. Und sie haben dieses System, das Gott aufgesetzt hat, haben sie in dieses System reingebracht. Und du hattest das hier gelesen, Bruder Georg. Ich glaube, es war in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, wo es sagte, vier bis sieben, oder? Ja. Kapitel 7 in Apostelgeschichte, Vers 6. Wir sprechen hier von Ägypten. Es sagt uns hier in der Geschichte, dass diejenigen, die von Abraham gezeugt werden würden, Isaak und dann Jakob, die Kinder davon in Ägypten reingehen würde, sie würden, wie ist es bei euch ausgedrückt, fremdlich sein in einem fremden Land, und man wird sie, wird ihn dienstbar machen, überall behandeln und 400 Jahre lang. Was ist passiert in dieser Zeit? Wie oft mussten sie arbeiten? Jeden Tag. Wie arbeitet das rein mit dem Sabbat? Gar nicht. Das heißt, der Sabbat wird vernichtet? Vergessen, ja, vernichtet. Und indem, dass der Sabbat vernichtet wird oder vergessen wird, ist es auch härter, eine Erinnerung zu haben an den Gott, der schöpft. Sie haben Gott verloren aus ihrem Gedächtnis. Und indem sie Gott verloren haben, haben sie auch die Gebote verloren und alles, was damit zukam. Indem sie nie Freizeit hatten, mussten arbeiten, waren im Dienst angeblich. All die Opfersysteme, die Gott, die Jesu
Adam gegeben hat und die weitergegangen worden sind durch die ganze Geschichte bis zu dieser Zeit, wurden alle verloren. All die Opfersysteme, all die Zeremonien, die Gott Adam gegeben hat, die auch weiterhin, weil all diese Menschen, Adam, Abel, Abraham, Noah, die all verstanden das ewige Evangelium. Es ist unmöglich, dass sie es nicht haben könnten, weil der einzige Weg, um Gerechtigkeit zu bekommen, ist durch Glauben. Das heißt, sie mussten verstehen, dass es nicht nur ein Opfer des Lammes kommt, um dich gerechtig zu machen, aber dass du die Verbindung damit, die Beziehung dazu. Und in dieser Zeit hier wurde das Evangelium weggenommen durch diese Sklaverei. Haben alle es verloren? Nicht alle. Nicht alle. Ach so, ja, nicht alle. Gott hat immer einen Rest gehabt. Das ist ganz wichtig, dass wir das erinnern. In der Zeit von Elia spricht Gott das aus. Elia sagte, ich bin weggelaufen, ich bin der Einzige. Und Gott sagt zu ihm, ich habe 7000, die ihr Knie nicht gebeugt haben. Er hat immer seine Frau, die weitergeht. Und wir sehen das, wenn wir die Geschichte von Mose anschauen. In der Geschichte von Mose, seine Mutter wurde dann benutzt, nicht auch ihm aufzubringen, aber ihm auch von dem Gesetz Gottes zu lehren. Er hatte Gott verstanden, er hatte von Gott gelernt, er hat das Alte Testament gelernt, in dem Wegen, er hat ja natürlich das geschrieben, also wir sprechen davon, was ihm gegeben worden ist, aber in dem, dass es ihm von seiner Mutter gegeben worden ist, das Wissen Gottes und alles, was damit geht, heißt ja, dass sie das von ihrem Vater bekommen haben muss. Und das heißt, innerhalb von diesen 400 Jahren waren immer noch diejenigen, die dazu gehalten haben, um dieses Evangelium zu erhalten, das dann wieder offenbart wurde in der Zeit, wo Mose, dass Gott durch Mose Israel wieder aus Ägypten gebracht hatte. Und die Rest der Geschichte von Mose bis zu dem Messias ist ja diese Erweiterung wieder wie Israel, das erneuerte Evangelium wieder bekommt, ein Verständnis von was es heißt, Gerechtigkeit zu haben, und das wieder verdirbt in dieses System. Und wie haben sie das gemacht? Wie ist das passiert, dass Israel es möglich gemacht hat, das ganze Opfersystem hier runterzubringen auf diese Bahn? Durch ein falsches Verständnis von Gottes Charakter. Ja. Das heißt, wenn ein Israelit in dieser Denkweise ein Opfer gab, war es durch Glauben? Oder war es durch Werke? Na, durch dieses ständiges, dadurch, dass sie die ganze Zeit in Ägypten waren und haben den Opferdienst der Ägypter ständig angeschaut, dann sind sie dann auch auf dieser Ebene. Sie haben gesagt, sie bringen das Opfer, damit beschwichtigen sie irgendwie ihren Gott und er gibt ihnen das, was sie brauchen. So ein Austausch quasi. Bezahlst und gibst einen Gutschein, das ist das Lamm, und bekommst dafür... Was immer du denkst, du bekommst. Ja. Das ist im Prinzip wie eine Währung. Ablass. Ablass, ja. Zufriedenstellen. Ja. Der gleiche Weg, der in die katholische Kirche eingeführt wird, mit dem Ablasshandel. Was heißt Ablass? Indulgence. Hotel. Okay. Das heißt, es ist eine Berechnung. Du bezahlst und dann kannst du... Dann hast du einen Sündeschein. Und dann ist dein Gott zufrieden. Und so ein Kreditding. Ja, okay. Wir sehen dieses System auch weiterhin, um dieses aufzuholen. Innerhalb von dieser Linie. Weil wir ja hier in der Zeit von Nimrod, von Babel sprechen, bringt das zu Nebukadnezar, das auch hier ausgeschildert worden ist. Was war das Problem? Weil die Geschichte von Nebukadnezar ist ja eine wunderbare Geschichte, wie Gott so einen Heidenkönig zu sich gebracht hat.
Aber was war der Abfall von Nebukadnezar in der Geschichte? Gott hat ihm einen Traum gegeben. Und der Traum sagte ihm, dass dein Königreich geht nicht weiter und weiter und weiter. Es kommt zu Ende. Es wird jemand anders übernehmen. Aber wenn all dieses zu Ende kommt, werde ich als Gott ein Königreich aufsetzen. Und das geht nie zu Ende. Und das ist ja, wenn du in diesem System bist, mit diesem Samen der Werke, die Idee, dass jemand kommt, der mächtiger denn du bist, bringt das die Wertlosigkeit raus. Warum? Weil wir jetzt zurückgehen zu unseren Gedanken, wo wir angefangen haben und wo Satan im Himmel angefangen hat, wo er sich den anderen Engel erhöhte, sah aber den Sohn Gottes über ihm und musste sich eben stellen mit ihm und dem, dass er sich dahingestellt hat auf dem Ebene mit Jesu, war immer noch der Vater über ihm. Die natürliche Verweiterung ist, dass er sich erhebt zum Höchsten, um Allerhöchsten. Und das ist genau das Gleiche in der Geschichte von Babel. Wir sehen das da, wie es hier ausdrückt, in der Geschichte von Daniel Kapitel 3, wo er da auf der Veranda da von seinem Palast stand und dann sagte, dieses mächtige Königreich, das ich gebaut habe für meine Ehre, von meinen Kräften, mit meinem Geld, und hat noch nicht ganz das ganze Wort raus und die Verheißung Gottes kam oder ein Urteil Gottes kam auf ihn drauf. Und er musste dann durch diese Zeit durch, die auch für ihn eine demütigende Zeit war, wo er wieder zu seinen richtigen Gedanken zurückkam. War er einsichtig. Und nicht nur, dass er gesehen hat, dass er falsch war, aber er gab all die Ehre zu Gott. Ja, genau. Also ist da ein Zeichnis hiervon, dass in der Geschichte von Nebukadnezar er sich ja zu diesem Samenweg oder diesem Pfad Gottes bekannt hat und dahin gegangen ist. Aber das System, so wie es aufgebaut ist, von Babel, ist eine Mischung von Wahrheit und Falschen. Und das bringt diese Verwirrung. Weil es ist nicht total oppositional, also das heißt, es ist nicht total Fehler und Lügen. Da ist eine Mischung rein von auch Wahrheit. Und so hat das Satan auch im Garten getan, zu Eva. Er hat die Worte Gottes benutzt, um Gottes Charakter in Frage zu stellen. Und wenn wir dann weiterschauen in Daniel Kapitel 8, wo es von diesem kleinen Horn spricht, wie es da sagt in Vers 11 und 12, ich finde das besser im hier, kann das jemand kurz vorlesen? Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung des Heiligtums. Und es wurde Frevel an dem täglichen Opfer verübt, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, und was es tat, gelang ihm. Also was würde dieses kleine Horn tun? Opposition. Es sagt bei euch den Fürst des Heeres. Jesus Christus, ja. Und wie ist das passiert? Wie hat es sich erhoben zu dem Fürst des Heeren? Er hört sich dieses gleiche System wieder. Das schöne Ding hierbei ist auch, wenn wir jetzt kurz rüberkommen zu dem Messias und wir uns kurz mal im Galaterbrief was anschauen. Galaterbrief, Vers
Kapitel 3, Vers 16. Kommen wir nur auf diesen Pfad zurück, dass wir hoffentlich uns nicht hier verlieren. Aber das von Abraham war die Verheißung gegeben, zu Abraham. Und da spricht es von dem Samen. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und dem Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Also der Same in der Verheißung ist Christus. Aber wir haben vorhin gelesen, dass im Hebräerbrief und auch in der Apostelgeschichte, dass es diejenigen, die im Glauben gestorben sind, sind auch ein Teil des Samens, weil sie haben ja auch diese Verheißung, gilt ja auch für sie, dass sie das verheißene Land bekommen, oder? Diejenigen, die im Glauben gestorben sind, ja. Im Glauben, obwohl sie ins verheißene Land kamen, hatten gesucht für ein Land, genau wie Abraham, das ein Fundament hat und der Baumeister ist Gott. Wenn wir dann auf Vers 29 schauen, sehen wir, wie wir als Abrahams Samen angesehen werden. Ja, bei Christus angehört, so seid ihr Abrahams Samen und nach der Verheißung erben. Galater 3, 29. Das heißt, in Jesu bekommen wir eine Erbschaft des Erbschaft. Bekommen wir eine Erbschaft von dieser Verheißung, die Abraham gegeben worden, die davon sprach, dass der Samen Christus ist. Aber wenn wir in Christus sind, dann sind wir auch angesehen als Abrahams Samen. Und darum sagt Jesus, so wie ich aufgestiegen bin und zu meinem Vaters Thron gegangen bin, so wird ihr auch mit mir kommen und in meinem Thron sitzen. Ja. Bruder Blumen, Frage, warum hast du jetzt beim kleinen Horn den Pfeil nach oben geschickt? Das kleine Horn ist doch total gegen, müsste auf der Linie kein bleiben, oder? Ja, ich meinte, das war gegen den Messias. Also hat sich der innerhalb von diesem Kleinhorn-System ist ja eine Erhöhung gegen den Fürst des Heers. Ja, gegen. Okay. Ja, Entschuldigung, ich meinte nicht daran zu deuten, dass das kleine Horn sich wieder bekehrt hat auf dem Weg der Gerechtigkeit. Wir sehen dann, wie die Offenbarung von diesem in der letzten Zeit sind zwei Frauen. Und die Frau bedeutet eine Gemeinde. Und was ist dann der Unterschied zwischen diesen zwei Frauen? Okay, lass uns kurz rüber zu der Offenbarung kommen. Yep. Und Vers 1. Okay. Always goes to the wrong place. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, ein Weib mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupte eine Krone mit 12 Sternen. Sie ist mit der Sonne bekleidet. Können wir das anders äußern? Ausdrücken? Mit der Gerechtigkeit Jesu bekleidet. Christus, die Sonne der Gerechtigkeit. Mhm. Okay. Ja? Ja, okay. Letzter Punkt. Und das Interessante hier ist, dieses am Ende, ja? Diese Frau ist am Ende. Wenn wir zurück auf Adam kommen,
wo er noch in diesem Pfad war, bevor er abgefallen ist und natürlich sich rückbekehrt hat. Was war seine Kleidung? Das, er war in Licht. Auch ein Lichtgewand. Ja, er hatte ein Gesicht, ein Lichtgewand. Also heißt das, was hier am Anfang war, wird wieder hergestellt am Ende. Und sie steht auf dem Mond. Was heißt das? Was heißt es, wenn sie auf dem Mond stehen? Warum wird das ausgedrückt? Die Sonne ist das Licht des Tages. Sie strahlt ihre Hitze aus zu uns in Hitze und in Licht. Wenn der Mond rumkommt, hat er innenwohnendes Licht. Nein, der Mond reflektiert nur das Licht von der Sonne. Und wo Jesus auf Erden war, sagte er, ich sprich niemals von mir selbst. Ich sage nur die Dinge, die ich von meinem Vater bekomme. Und das heißt, dass die Gerechtigkeit des Sohnes auch die Gerechtigkeit des Vaters ist. Der Charakter von Gott ist ausgestrahlt durch Jesus. Wir können aber nicht an den Vater kommen, denn durch Jesus. Dass diese Frau auf dem Mond steht und die Gerechtigkeit des Vaters, das durch den Sohn kommt, das heißt, dass sie völlig steht an der Identität Jesu. Alles, was den Sohn Gottes betrifft, ist das Fundament, auf dem diese Frau steht. Das heißt, sie muss genau wissen, wer Jesus ist und wo er ist. Das kann nie eine Frau sein, die ungewiss ist, wer Gott ist. Das heißt, sie hat ein Verständnis, dass der Vater der eine Gott ist und dass alles durch seinen Sohn kommt. Unmöglich, dass diese Frau auf irgendeinem anderen Fundament stehen kann. Weil du kannst nicht sagen, dass eine Frau, die auf der gesamten Identität Jesus steht, ein falsches Verständnis von diesem Fundament hat. Dann steht sie nicht darauf. Die andere Frau. In Kapitel 17. Was sagt es uns da? Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Geheimnis. Was ist das Geheimnis? Sie hat auf ihrer Stirn, ich lese das immer im Englischen. Geheimnis. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Groll der Erde. Was ist das Geheimnis, dass sie... Gott ist so geheimnisvoll, dass man ihn überhaupt nicht erklären kann und niemals erklären wird, sagt die katholische Kirche. Aber drückt aus, was er ist. Ja. Aber wenn es zum Erklärung oder zum, um es sichtlich machen oder verständlich zu machen zu Personen, wird das der Ausdruck benutzt. Aber wir werden es wird uns gesagt im Neuen Testament, dass Jesu, im Englischen heißt das, dass das Geheimnis Gottes, dass Jesus ist, wird uns offenbart. Das heißt, es war für eine Zeit lang, war es versteckt, war es ein Geheimnis und wurde uns dann offenbart. Dass wir genau erkennen können, wer Jesus ist. Und diese andere Frau mit dem, im Deutschen, wie heißt das, scharlachrote Frau,
Sie hat auf der Stirn geschrieben ein Geheimnis. Das heißt, der Charakter ihres Gottes, das Öffentliche oder Veröffentlichen, dass ihre, den Charakter ihres Gottes ist noch nicht verstanden. Und das ist dieses Dreieinige, in dem man nicht genau weiß, wer wer ist, und wir benutzen einen Titel wie Sohn, der eigentlich kein Sohn ist, und einen Titel von Vater, der kein Vater ist, und man weiß nicht genau, wer der Mittler ist, weil es gibt keinen Ausdruck, keinen richtigen Ausdruck, wer der Mittler ist. Ob es der Sohn ist oder der Heilige Geist und zu welchem Zeit wer was tut, ist konstant eine Verwirrung. Und der Grund dafür ist, dass wir nicht auf ein Fundament kommen, das eigentlich eine Erlösung gibt. Genau. Wir bringen Gott und all das Heidnische zusammen. Und dann machen die da so einen Smoothie draus und da kannst du gar nichts mehr erkennen. Aber noch dabei was. Die Frau ist angesehen als Scharlachrot. Und damit wollte ich nur, können wir mal kurz zum ersten Kapitel von Jesaja kommen. Und ich möchte erstmal im Vers 4, glaube ich, fängt das an. Ich schaue das nur kurz mal hier in eurem Deutschen. Könnte das bitte jemand vorlesen? Wir fangen an im Vers 4. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wolltest du noch weiterlesen? Ja, bitte. Bis wann? Erstmal bis Vers 6. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Okay, jetzt eine Aus. Wir schauen jetzt Israel an. Dieses geschrieben über Israel. Und das ist nicht zu schlimm, wenn man sich denkt, wenn man schaut jetzt jemand anders an. Ja. Aber dies ist auch eine Aussage auf uns. Dieses betrifft auf uns, wie wir uns selbst anschauen. Wenn dieses ein Urteil von uns auf jemand anders ist, ist auch ein Beweis, dass dieses uns betrifft. Und das sagt nämlich nicht nur, dass da was mit los ist, aber es sagt in Vers 6, dass von der Sohle, von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Herr mir das sagt über mich selbst, sehe ich das jetzt in dem Charakter, dass mein Gott wütend ist? Oder sehe ich das von diesem Denkweise, dass mein Gott mich liebt und mir gerne zeigen möchte, was bei mir falsch ist? Wenn ich nicht bereit bin, um das zu sehen, was mein Gott von mir sagt, weil er gerne möchte, dass ich mich zurück zu ihm bekehre, und ich sage, das akzeptiere ich nicht, dann kann bei mir auch keine Veränderung stattnehmen. Das ist unmöglich. Das ist dieses Bild von dem, was Igor da hatte, in dem beim Herzigen Samariter, wo das Opfer, der da geschlagen wurde, anerkennt, dass er halb tot ist, dass er nichts aus sich selber tun kann, also klaffende Wunden und Streben überall. Also er kann nichts von sich selbst tun, sondern muss sich einfach helfen lassen. Er liegt da. Ja. Kann nichts tun, er kann nicht rauf, er ist, genau. Und wenn wir uns selbst nicht so sehen, dann ist es auch nicht möglich, dass uns jemand helfen wird. Weil Jesus benutzt keinen Druck. Er übt nicht eine, wie heißt das? He doesn't use force. Er benutzt keine Gewalt. Benutzt keine Gewalt. Gottes Königreich operiert auf freiem Willen. Das heißt, er lässt uns zu, das, was wir möchten.
Und wenn wir uns nicht bekehren und nicht ansehen, dass dieses auf uns spricht, das spricht mich an. Ich sehe mich selbst in diesen Versen. Weil ohne Jesu, das ist nämlich genau, was ich bin. Und ich habe mein Zeugnis gehört. Ihr weißt im Mindesten, was ich tun kann ohne Jesus. Und das war nur der Anfang. Das hört ja nicht auf. Das geht ja weiter und weiter und weiter. Das Schöne ist, heißt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und zum anderen Punkt möchte ich sagen, mir ist das aufgefallen in den 10 Geboten. Ist ja auch ein Spiegel. Reflektiert nur, wo ich was falsch habe. Und das kann ich sagen, will ich nicht. Oder ich nehme an und ändere das und ändere das und ändere das. Also auch hier eine Reflexion, ne? Es ist uns gegeben worden, dass wir sehen können. Wie wir stehen, wo wir sehen können. Und wie Schwester Franziska das gerade gesagt hat, dass ich da dann auch anerkenne, indem dass ich sehe, was bei mir los ist, dass ich weiß, dass ich da nichts dran ändern kann, selbst. Wenn ich nämlich selbst versuche, das zu verändern, dann bin ich nämlich wieder hier, in diesem System. Ich muss anerkennen, dass ich wie dieser Mensch bin, diesen von der Samariter-Geschichte. Ich kann selbst nichts verändern. Ich bin so. Das ist, was Sünde in mir gebracht hat. Und der einzige Weg, wie diese Veränderung kommt, ist, dass ich glaube in der Verheißung Gottes. Und das ist das ganze Bekehrung dieser Geschichte, wie Gott vom Anfang an den Mensch konstant durch den Glauben, und das ist der Glauben Jesu. Und den einzigen Weg, den wir den Glauben Jesu haben, kommt wieder auf diesen Punkt zurück, wo wir angesprochen hatten, wo wir den Sohn Gottes haben und uns oder ich, wir müssen Leben haben. Ohne Leben haben wir keine freie Wille oder keine freie Entscheidungsmöglichkeiten. Wenn wir sündigen würden und das Leben wäre abgelöscht oder ausgelöscht, dann hattest du gar keine Freiheit. Du kannst die Entscheidung ja gar nicht treffen. Und Gott muss weiterhin uns das Leben, die Lebensmacht geben, um eine Entscheidung zu treffen. Aber indem wir sündigen, haben wir nur die Macht, aber die Gegenwart Jesu ist abgelehnt. Und das ist der Anfang des Kreuzes. Und darum, wenn wir das ansehen, den Glauben zu haben, ist nicht nur das Lebensmacht haben, aber auch die Gegenwart Jesu zu haben, das ist sein Geist, weil es ist sein Glauben. Und all diejenigen, die hier oben durchgegangen sind, haben diesen Glauben, den Geist Gottes nicht ablehnen, die nicht nur Macht und Leben von Gott nehmen, aber die auch anerkennen, dass alles muss durch den Sohn kommen. Wenn wir den Gedanken haben, wir sollten heute beten, das ist nicht von in uns, das kommt von Jesu. Und wenn wir das dann nicht akzeptieren oder annehmen, dann weisen wir diese Gegenwart wieder ab. Ja, im Deutschen steht ja dann auch im Vers 4, die haben sich abgewandt. Das heißt, die Menschen, die wenden ihr Angesicht von Gott ab. Das heißt, sie wollen ihren eigenen Weg gehen. Sie haben sich ab, das ist ihre Entscheidung. Trotzdem, und deswegen, es ist ja eigentlich ein Jammer von Gott, dass es ihm wehtut. Schaut euch doch an, wie ihr da steht. Ihr seid so verletzt und so. Und ich kann euch im Vers 6 noch nicht mal mit Öl lindern. Und das Öl ist ja sein Geist, sein tröstender Geist. Ja. Und nicht mal den kann er ihm jetzt senden. Das ist das, der Schmerz eines Vaters eigentlich in diesem Vers. Lass uns noch dieses kurz zu Ende bringen. Wir lesen kurz noch weiter von Vers 12. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer fordert solches von euren Händen, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringet nicht mehr vergebliches Speisopfer, Raucherwerk ist mir ein Greuel, Neumond und Sabbat, Versammlung halten, Frevel und Festgedränge mag ich nicht. Warum nicht? Weil wir gerade gelesen haben im Anfang, dass Gott uns gesagt hat, was er in uns sieht, und wir lehnen dieses ab.
Wenn wir das ablehnen und immer noch die Zeremonien und die Opfer, so wie es uns geschrieben ist, an, dann bringen wir nur Werke. Hat er kein Interesse. Genau, hat er kein Interesse dran. Darum, wie es hier ausgesprochen ist, es ist nicht in Hass ausgesprochen, man sieht das Zerbrechen des Herzens Gottes. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich kann sie nicht mehr ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen von euch. Er lehnt sein Gesicht oder er wendet das Gesicht ab. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll mit Blut. Und dann sagt er, waschet, reiniget euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Höret auf, übel zu tun. Lernet Gutes tun, erforschet das Recht, bestrafet das Gewalttätigen, schaffet den Weißlein Recht, führet die Sache der Witwe. Und dann sagt er im Vers 18, komm doch. Wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünde wie Scharlach sind. Also was ist diese Frau? Scharlach. Und sagt Gott hier, wenn die Sünden wie Scharlach sind, soll sie weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot ist wie Purpur, sollen sie wie Wollen werden. Das heißt, wir tragen alle am Anfang ein rotes Gewand von Scharlach, weil unsere Gerechtigkeit ist wie Sünde. Wenn wir aber uns zu Gott bekehren und Buße tun, dieses erlauben, um uns selbst so zu sehen, wie er uns ausgedrückt hat, und ihm diese Macht geben, um in uns eine Verwandlung zu bringen, dann nimmt er dieses Kleid ab. Und indem, dass er dieses Kleid abnimmt, stehen wir vor ihm nackend, in unserem Shame. Und dann macht er auf uns ein anderes Kleid. Und das ist das Kleid, das diese Frau trägt. Kleid der Gerechtigkeit. Weiß. Und dieses Kleid, genau, ist die Gerechtigkeit von Jesus, nicht unser eigenes. Das sind die zwei Faden, die uns durch die ganze Geschichte durchgehen. In Vers 20, wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert zerfressen werden. Also, hängt alles mit der Entscheidung des Menschen selbst zusammen. Ja. Vers 16 suggeriert so ein bisschen die Werke, aber er meint damit mehr, ändert eure Gesinnung, wenn ihr zu mir kommt. Ne? Ja. Also, man kann sich ja nicht selbst waschen und reinigen. Aber, damit gesagt, wenn ich das nur als, lass uns das kurz als Endepunkt hier ansehen. Wenn wir uns die, wir drücken das mal diesmal, West, North. Das Opfer ist die Anerkennung. Für uns ist diese Anerkennung unserer Sünde. Repentance. Reue, Buße. Weil wir anerkennen das Opfer. Wo Jesus sagt zu uns im Jesaja, waschet, reinigt euch. Ist die Anerkennung des Todes, dass ein Tod stattnehmen muss. Weil, wie es gesagt hat, es ist in uns nichts. Das heißt, ich denke nur kurz an den Vers, es ist Römer 8, 7, dass die Gesinnung des Fleischlichen ist Feindschaft zu Gott. Nicht, dass es hat Feindschaft zu Gott, es ist. Das heißt, das alte Selbst muss sterben. Und das ist dieses Reinigen. Dass der neue Mensch leben kann, heißt, dass der alte Mensch muss sterben. Den kannst du nicht verwandeln. Nee, besser machen irgendwie.
Und damit ist es wichtig für uns, dass wir mit Jesus reingehen durch das Heiligtum. Aber dieser Prozess hier ist unsere Anerkennung und unseren Teil, das Jesus in uns tut, dieses Licht zu erkennen, das Gebet, das Brot Gottes anzunehmen, das die Schrift und dann auch ihm folgen in das Allerheiligtum. Ich denke, wir machen nochmal auf der nächsten Studium nur das nochmal so ein bisschen zusammenzuziehen und dann kommen wir dann weiterhin. Lass uns beenden mit dem Gebet.